Bahnhof Zittau-Vorstadt am Morgen des 10. Oktober 2015. Das Wetterwunder war geschehen. Der zähe Hochnebel, der die vorangegangenen Tage hartnäckig über der Oberlausitz gelegen hatte, war endlich verschwunden. Pünktlich zum Auftakt des Güterzugtages bei der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft SOEG. Klare Sicht für die Fahrt ins Gebirge. Die erste Fahrt endete in Olbersdorf-Oberdorf. Hier wurden die Schmalspurgüterwagen zunächst aus dem Zug ausgesetzt, bevor es nur mit den beladenen Rollwagen und dem Packwagen wieder bergab ging nach Zittau-Vorstadt. Über die 124 Meter lange Olbersdorfer Talbrücke, die seit 1913 die Dorfstraße quert, rollte der Zug in gemächlicher Fahrt. In Zittau-Vorstadt waren zunächst zwei Überholungen durch die planmäßigen Personenzüge abzuwarten und zwischendurch einige Rangierarbeiten zu erledigen.
Für die erneute Bergfahrt musste der Wasservorrat ergänzt werden, wobei sich eine Slapstick-ähnliche Szene nicht vermeiden ließ. Die Einheitslok 99749 aus der zweiten Lieferserie des Jahres 1928 trug die EDV-Beschilderung der 70er Jahre. Auffallend vor allem das improvisiert wirkende, aber für diese Lok authentische Schild an der Rauchkammer. Überholung durch den Planzug mit der 99-17-58 bot Gelegenheit, auch einige weitere Detailunterschiede im Aussehen der Loks festzustellen. Zum Beispiel die Bauart der Lampen und den weißen Rand des Umlaufs. Wenig später war der Rollwagenzug wieder unterwegs. Hier kurz vor dem Haltepunkt Olbersdorf-Niederdorf. Alte Garagen und ein davor abgestellter Wartburg 353 boten am Kaltensteinweg eine schöne Kulisse. Olbersdorf-Oberdorf war wieder erreicht, doch diesmal ging es weiter ins Gebirge. Kurz hinter dem Einfahrsignal von Berzdorf reicht der Blick schon über die Wiesen weit über die bergige Landschaft. Bahnhof Berzdorf war noch einmal Gelegenheit zum Wasserfassen. Dann war die Ausfahrt nach Eubin endlich frei. Es ging vorbei am Stellwerk von 1938.
Im Tal, das von Wanderern stark frequentiert wird, liegt die Teufelsmühle. Das einstmals beliebte Ausflugslokal liegt derzeit offenbar im Dornröschenschlaf. Aber Bauarbeiten künden von einer möglichen Auferstehung. Hinter dem nächsten BÜ treten die Sandsteinformationen des Zittauer Gebirges bereits deutlich hervor. Am Fuße des Berges Eubin liegt im gleichnamigen Ort eine der Endstationen der Zittauer Schmalspurbahn. Nach einem nur kurzen Blick auf die Rangierarbeiten wenden wir uns zunächst der anderen Attraktion der SOEG zu. An jedem ersten und dritten Wochenende der Hauptsaison verkehrt der Reichsbahnzug im Stil der Deutschen Reichsbahngesellschaft der späten 20er Jahre. Genießen wir ihn auf seiner Bergfahrt nach Eubin. Während der Reichsbahnzug schon durch die feuchten Wiesen bei der Teufelsmühle rollte, musste unser Güterzug das Gleis 1 freimachen. Nach dem üblichen Pfeifkonzert, mit dem der eine Zug dem anderen die Einfahrt freigibt, ist noch etwas Zeit, um einen Blick auf den Berg Eubin zu werfen, auf dessen Gipfel die Ruinen einer Burg und eines Klosters stehen. Thank you.
Die Rückfahrt des Personenzuges bot Gelegenheit, im Gegenlicht die Konturen der Ruinen halb links oben einmal zu betrachten. In der Nähe des schönen Hotels Bahnhof Berzdorf wartete ich den Güterzug an gepflegten Blumen- und Gemüsebeeten ab. Durch Zittau fließt das Flüsschen Mandau zur Neiße, das auf einer kombinierten Straßen- und Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1897 von der Schmalspurbahn überquert wird. Parallel zur Brückenstraße verläuft die Strecke, bevor sie in weitem Bogen die Zittauer Altstadt umrundet. Im Betriebswerk am Bahnhof Zittau mussten die Vorräte am Kohlebunker und am Wasserkran ergänzt werden für die nächste Fahrt, die diesmal nach Berzdorf führte. Der so idyllisch daliegende Bahnhof Zittau Süd liegt zwischen Kleingärten und einer Plattenbausiedlung an der Brückenstraße. Bergwärts geht's zunächst bei Olbersdorf-Oberdorf. Berzdorf ist Trennungsbahnhof der Strecken nach Eubin und Jonsdorf.
Mit seinen umfangreichen Gleisanlagen war er Schauplatz für einige Ladeszenen, die durch historische Kraftfahrzeuge belebt wurden. Danach ging es dann wieder ein Stück zurück. Im nachmittäglichen Gegenlicht rollte unser Zug in Olbersdorf-Oberdorf ein. Rangierarbeiten, Überholung und Kreuzung standen hier auf dem Programm. Dabei gab es Gelegenheit, auch den Dieselzug mit seiner in Rumänien gefertigten Lok vom Typ L45H zu erleben. Ausfahrt nach Jonsdorf frei. Vorbei geht es am gepflegten Empfangsgebäude, das heute im Privatbesitz ist, und einem Robur Ello. In Berzdorf gibt es Wasser nicht nur für die Fahrgäste,
sondern in der Regel auch für die bergwärts fahrenden Züge. Doch das haben wir ja bereits gesehen. Daher ein Sprung nach Jonsdorf, wo der Güterzug im Abendlicht kurz vor 17 Uhr eintrifft. Den Reiz der Jonsdorfer Teilstrecke möchte ich aber lieber bei höherem Sonnenstand mit dem Reichsbahnzug zeigen, der am 11. September noch einmal bei schönster Herbstsonne unterwegs war. Dabei passierte er kurz hinter Jonsdorf Haltestelle ein für die Oberlausitz typisches Umgebindehaus. Anschließend ging es immer entlang der ausgedehnten Hutungswiese weiter bergan. Die Endstation Jonsdorf ist dann nach 3,8 Kilometern ab Berzdorf erreicht. Schon geht es wieder zu Tal. Am Abend wurde ich dann noch mit einem malerischen Sonnenuntergang am Olbersdorfer See belohnt. Dabei handelt es sich um einen in den 90er Jahren gefluteten Tagebau, der noch Ende der 80er erweitert werden sollte und damit das Ende der Zittauer Schmalspurbahn besiegelt hätte, wenn nicht die Wiedervereinigung dazwischen gekommen wäre.